Tja, dann gehe ich hier mal rückwärts rein. Nee, was schleichst du da rum? Nee, nix, nee. Ist schon. Nee, nee. So, sieht mich hier auch einer? Nee, ne? Alles gut. Lorenzo. Ja? Truhe, Schurke. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schloss ist zu schwierig? Was? Scheiße. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Kannst du dich vielleicht bitte. Ah. Das ist zu riskant. Ach so. Ja, dann nicht. Nein, jetzt nicht. Ach Mist. Muss ich Schlösser knacken 2 für lernen? Ist ja doof. Naja. So, ich glaube. Beste Kämpfer. Hm. Ich versuche nochmal da hinten die, diese, wie hießen sie denn? Diese Motten kaputt zu machen, genau. Achso, hier, der Betrunkene. Ha, mein bester Freund Louis. Ich habe Bier für dich. Was willst du? Da, hinter dir ist so ein ekliges Biest. Was ist auch ein Bruchstück? Was ist nur da? Ja, dann. Hier sind überall eklige Viecher. Am besten, du trinkst dir auch mal einen. Das ist alles nur halb so schlimm. Aber ich habe noch ein Bier für dich. Ein Bier für eine Information. Klar. Harris. So. Hier. Wie schafft es Broger, dass alle Angst vor ihm haben? Ein Falzpinsel. Das ist ganz einfach. Er ist der stärkste Kämpfer im Lager. Da muss doch noch mehr sein. Den hat noch keiner umgehauen. Ja, ja. Wie schrie ich den dazu? Ja, wie kriege ich Broger dazu, dass er mit mir in die Arena steigt? Das ist doch nicht dein Ernst, der Kleinholz aus dir. Ja, ja, erzähl mir lieber, was ich wissen will. Das Einzige, was den Kerl aus der Reserve... Aus... der Reserve lockt? Genau, ist Angst. Angst, seine Machtstellung im Lager zu verlieren. Wenn einer kommt, den alle respektieren, wird er aufmerksam. Mach all seine Krämpfe in der Arena platt. Und er wird selbst testen wollen, wie gut du wirklich bist. Verstehe. Gut, Broger ist also einfach der Endgegner, hm? Hier kriegst du umsonst noch eine. Die Flasche bekommst du umsonst. Ich bin gut drauf. Ah. Schon gut. So. Oh. Tschüss. Ja, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Aber interessiert bin ich dennoch. Da ist die fiese Mottenhöhle. Und eigentlich ziehe ich jetzt noch mal den Bogen an. Denn Bolzen habe ich ja sowieso nicht. Habe ich eigentlich irgendwie sowas wie... Ach scheiße, jetzt bin ich schon im Kampf. Kann ich die noch ausziehen? Ne. Irgendwie sowas wie Feuerballschriftrolle oder so. Das wäre doch bestimmt super gegen so fiese Motten. Kackviecher. Friss. Mist. So, komm her. Oh, alle 4, 5. Wie viele sind das denn? Das ist doch nicht normal. Das sind ja 7 Stück oder so. Ja. Ja. Das ist doch nicht normal. Tja, wie soll ich da denn überhaupt irgendwo ran? Da braucht man am besten einen großen, langen Stock und dann einfach einmal die Runde hauen. So, einen haben wir. Tja. Tja. Aber. Komm, eine krieg ich noch. Ja. Oh, jetzt weg hier. Weg. Da haben wir schon mal 2 platt gemacht. Und sind kaum aus der Puste. Hört auf, mich zu verfolgen. Hört doch auf. Oh, jetzt gehen die auf meinen Freund los, auf Louis. Nein, trink Trank. Schnell. Hört auf damit, ihr Mistviecher. Und der wehrt sich nicht mal. So ein edler Säufer. Oh, ich bin hier mittendrin, das ist schlecht.
Aua, 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 aua. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht hier. Was ist hier passiert? Etc. Komm her. Lass doch Louis in Ruhe. Du Viech. Du Mistviech. Das ist ein Freund der Familie. Nur eine noch. Gemeinsam gegen die Mottenplage. So. Hast du viel davon getragen? Ach, das geht ja. Ja, der Louis, der kann was ab, würde ich sagen. So. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Schlaf ruhig weiter. Ich wollte nur ein bisschen Fleisch braten. Das hat ja ganz gut geklappt. Lecker. Sieht richtig lecker aus. Sieht wirklich lecker aus. Habe ich gut gekocht. So, liegt hier hinten nicht noch irgendwo eine Leiche? Keine Ahnung. Zurück in die Höhle. Gucken, was da sonst noch so ist. Wenn die ersten Gegner schon nicht von mir alleine zu besiegen waren, dann was soll denn da noch kommen? Ja. Diese Zoom-Feier, die schlabbern ganz schön laut durch die Gegend. So, eine Fackel haben wir doch bestimmt hier irgendwo da. 13 Stück. Hol doch mal eine raus. Da hinten liegt einer. Das ist doch bestimmt der Typ, den ich suchen muss. So. Erzschürfen verstehe ich. Schürfen kann ich nicht. Pilze sammeln dagegen schon. Das ist schon wieder eine Motte. Scheißviech. Hier und so. Nautilaten. Wer ist das denn? Dorgan. Das ist doch der, den ich suchen musste. Liste. Verdächtig. Ein Bruchstück. Schön. Und eine Sichel. So, jetzt wollen wir erstmal die Motte da hinten platt machen. Bevor wir hier weiter. Wie soll man das denn schaffen gegen diese 8 Motten, die da eben waren? Ich krieg ja eine kaum platt. Das ist heißt, voll das Endgame-Content-Zeugs hier. Nein! So. Mein Gott. Was ist das hier? Heilkraut. Aber die hilft mir jetzt auch nicht mehr viel weiter. So. Hier ist Erz an der Wand. Hier diese komischen Nautilus. Die braucht auch kein Mensch. So, ein paar Fleischwanzen getötet. Oh, wahrscheinlich nur, um sich in eine Fleischwanze verwandeln zu können und dann nachher ins Kloster reinzukommen mit Gorn. So. Oh, eine Spitzhacke. Das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Erzschürfer. Gold. Was schon mal jetzt? Reicht das vielleicht? Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Da fehlen noch die Fähigkeiten. So, gehen wir hier runter? Oh, Pilz. Oder gehen wir hier weiter? Oder rennen wir einfach ganz schnell zurück? Zu Broga. Das ist schon ein ganz schön großes Feuer hier an der Fackel. Da ist ein Ghoul. Nee, du. Nee. Nee, 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 nee. Wenn er denkt, ich komme da rein, dann hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das sehe ich gar nicht ein. So. Ich gehe hier mal runter gucken. Vielleicht ist er etwas freundlicher. Skelette. Mhm. Rote Früchte. Und hier ist die Eiche. Was ist das? Eine Stachelratte. Eine tote Stachelratte. Zwei tote Stachelratten. Oh, die ist ja gar nicht tot. Die war am Schlafen. Scheiße. Ich hab nicht so viel Energie. Ja. Nein. Puh. Da hinten schlafen noch welche. Puh. Haben wir so eine Schriftrolle der schwache magische Heilung. So. Oh, das wird wirklich schwach. Komm, nochmal. So. Puh. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Hier raus? Bin hier rausgekommen, ne? Was haben wir da? Geht's irgendwo nach draußen? Dann gucken wir erstmal, ob wir noch diese zwei schlafenden Stachelratten hier kaputt bekommen. Boah. Manchmal ist aber auch der Wurm drin. So. Naja.
Was war ja noch ausreichend? Eine Beere, Fleisch und eine Truhe. Schatztruhe sogar. Oh, links. Mal von vorn. Links, links, rechts, rechts. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? So, Silber, Tränke. Oh, 260 Gold. Ja. Ich würde sagen, wir haben genug für die Rüstung. Das ist ja super. Da ist noch eine Pflanze. Ist hier sonst was? Was zum Hacken. So, dann schaue ich nochmal kurz, was hier draußen ist. Ah, da sind sich schon Wölfe. Nee, das schaffe ich jetzt nicht. Da habe ich zu wenig Energie für. Das tut mir leid, Wolf. Ich wollte dich nicht wecken. Oh, ich bin falsch gelaufen. Um mich abzulenken. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Das ist ganz übel. Flieh doch. Flieh doch. Nein, nein, nein. Ich muss auch da hochspringen können. Schnell den großen Trank trinken. Wenn ich wegkomme. Huch. Nimm doch das Schwert raus. Ja, muss man den Wolf halt platt machen. Ja, ja. Ja. Gott, er hat es so gewollt. Ja. Mein Gott, sind die Wölfe stark. Ja. Und fix. So, ja. Jetzt steckst du fest. Ha. Die Engine war auf meiner Seite. Huh. So. Nee, das brauche ich nicht nochmal. Ich gehe mir jetzt erstmal die Rüstung holen. Und dann schauen wir weiter. So. Wo komme ich denn hier? Komme ich hier nicht wieder hoch? Nee. Ich komme hier nicht wieder hoch. Scheiße. Ja, dann durch die schlafenden Wölfe, würde ich sagen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wo bin ich? Warte mal, habe ich eine Karte? Hier bin ich. Aha. Und wo ist das? Hier komme ich nicht runter, da unten schläft irgendwas. Ein Keiler. So, was haben wir denn hier? Wolf, 1, 2, 3. Drei Wölfe. Das schaffe ich auf keinen Fall. Drei Wölfe gleichzeitig. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Beine in die Hand, was? Oder kann ich hier vorbeischleichen? Ich kann ja schleichen. Kann ich gut genug schleichen für Tiere? Ich kann gut genug für Tiere schleichen. Ja, dann hole ich mir hinten noch die Pflanze. Das ist gar keine Pflanze. Was haben wir denn noch so hier? Jetzt bin ich ja gierig, ne? Nee, komm. Scheiß drauf. Komm ich hier überhaupt runter? Ah, sieht gut aus. Ah, hier. Heilkraut. Puh. Puh. Das war ja ganz schön knapp. Knappes. Was ist das denn hier? Ein Bauernhof. Puh. Oh, Kraut. Die Motten schlafen nicht. Mehr Kraut. Nee. Nee, 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 nee. Mit euch habe ich gar nichts am Hut jetzt gerade. Aber es ist ja Nacht. Und ich kann ja schleichen. Vielleicht gibt es hier am Hof was zu holen. Dabei wollte ich doch eigentlich nur zurück zu den Banditen. So, mal speichern. Schauen wir mal, das war schon eine Truhe. Witz erzählen. Da hinten sitzt einer. Buchständer, Goldmünzen, Lichtzauber. Ja, gibt's einiges. Die Truhe, komm. Und nochmal von vorne. Nee. Ach, nee. Und nochmal. Na, jawohl. Also. Ja, Spitze, Dietrich, kann ich immer gebrauchen. Und Bolzen, jetzt kann ich die Armbrust benutzen. So. Der sitzt mir ein bisschen. Was steht denn hier in dem Buch? Hier steht etwas über Magie. Ah, etwas über Magie. Sehr gut. Oh, Besen. Ja, komm. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Da war der noch so. Da sind ein paar Hühner. Da sitzen welche. Tja. Wurst. Nehmen wir mit. Rum nehmen wir mit. Reiselust nehmen wir mit. Ein Ei nehmen wir auf jeden Fall mit. Man kann nie genug Eier haben. So. Hallo Benny. Nee. Ich will jetzt zurück zu den Banditen. Ich will jetzt meine Rüstung haben.
Obwohl. Ja, ist besser. Begeben wir uns auf die lange und eventuell beschwerliche Reise zurück in den Sumpf. Dann sammeln wir die ganzen Kräuter ein, die hier liegen. Wobei... Ach, das ist mir jetzt zu weit. Ich will jetzt wissen, was hier auf dem Hof ist. Benny schien ja auch ganz friedlich zu sein.